Hello, wieder eine Begrüßung, literally komplett aus dem Leben. Ihr hört es wahrscheinlich noch an meiner Stimme und auch ein bisschen an meinem Gesicht. Ich bin gerade aufgestanden, wir haben Montag. Ich will heute wieder ein bisschen mitfilmen, allerdings, ich sag's auch ganz ehrlich, ist der Tag nicht so gestartet, wie ich mir das eigentlich gewünscht hatte. Ich wollte eigentlich mega, mega früh aufstehen und mir eine Vorlesung reinziehen und danach arbeiten und dann eine Live-Vorlesung haben und so weiter. Und letztendlich bin ich ich glaube, 9:30 aufgestanden an einem Montag. Ja, ich könnte mich so ärgern. Ich bin vor allen Dingen gestern Abend super früh ins Bett gegangen, lag dann aber irgendwie noch, ich glaube, 4 Stunden waren es bestimmt wach. Ich habe mir dann irgendwann mitten in der Nacht noch so eine Baldrian-Tablette eingeworfen und irgendwann bin ich dann eingeschlafen. Um 6 hat dann mein Wecker geklingelt. Ich habe mich komplett überfahren gefühlt, weil es irgendwie, keine Ahnung, 2 Stunden Schlaf waren. Dann dachte ich mir, okay, dann bin ich für heute für gar nichts zu gebrauchen, schlaf lieber noch mal ein bisschen länger. Ob das jetzt so sinnvoll war und schlau war und ob ich mich jetzt so viel besser fühle, weiß ich nicht. Aber ich fühle mich auf jeden Fall besser als mit 2 Stunden Schlaf. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es jetzt nicht wieder anfängt mit den Schlafproblemen, weil es war echt eine lange Zeit richtig, richtig gut. Aber ich merke natürlich auch, Prüfungsphase kommt jetzt wieder. Vielleicht ist das irgendwie unterbewusst irgendwas, was ich da verarbeite, irgendein Stress. Kann auf jeden Fall sein, werde ich mal beobachten, wie das so weitergeht und ob ich irgendwelche Mittelchen dagegen finde. Mal gucken. Das sind auf jeden Fall die Tabletten. Die sind von Kneipp, die gibt es auch frei verkäuflich. Also müsst ihr euch nicht extra in der Apotheke oder so holen. Ob die jetzt wirklich was bringen, I don't know. Kann auch sein, dass es bei mir echt nur der Placebo-Effekt ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Dinger ein bisschen beruhigen. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Ja, Quintessenz des Ganzen ist außerdem, ich könnte mich jetzt ja natürlich die ganze Zeit ärgern. Ich habe mich ehrlich gesagt auch eben so ein bisschen geärgert, weil natürlich meine Pläne so für heute jetzt nicht aufgehen, aber dann ist es halt so, ne? Ich sage halt immer, es bringt überhaupt nichts, sich jetzt hier stundenlang zu grämen und aufzuregen, dass es irgendwie blöd gelaufen ist oder man vielleicht nicht so viel schafft, weil dann schafft man wirklich nicht so viel. Stattdessen möchte ich lieber jetzt Gas geben, dass ich es trotzdem irgendwie heute alles in den Tag reinkriege. Und ich bin ja sowieso eine Person, die auch ganz gerne abends arbeitet. Von daher, let's do it. Das habe ich jetzt hier gerade noch geschafft. Ich habe hier auch noch ein paar Notizen. Aber wir haben jetzt heute die Lerntheorien abgeschlossen. Ich mache übrigens gerade Persönlichkeitspsychologie. Also nicht wundern. Lerntheorien, das sind so Theorien, die lernt man im Studium, wenn man Psychologie studiert. Ich glaube irgendwie 3 oder 4 Mal. Also man wiederholt sie immer, immer wieder, weil sie so wichtig sind. Aber ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall zu meinem Vorteil, weil ich dadurch für die Prüfung, ich habe mir die aus dem letzten Semester und auch aus der Schule noch sehr gut gemerkt, nicht so viel lernen muss. Aber was ich ganz spannend fand, das wollte ich einfach mal mit euch teilen. Und zwar ist es nämlich so, wir haben so ein bisschen was über Rollenstereotype gelernt, also wie die überhaupt erlernt werden. Und egal wie liberal man seine Kinder erzieht, es ist komplett egal, in jeder Familie werden irgendwo Stereotype erzogen. Weil zum Beispiel, wenn ein Junge zu seinem Vater geht und sagt, er möchte gerne Ballett tanzen, das vollkommen okay ist und er auch sagt, hey, ich besorge dir die Sachen, wir gehen dahin, das ist auch alles gut. Aber der Vater, wenn er selber zum Beispiel passionierter Fußballspieler ist, sich einfach nur mehr freuen wird. Selbst wenn er versucht, das zu verstecken, das Kind wird das merken und dadurch dieses Verhalten eben mehr zeigen. Das heißt, wir erlernen im Grunde Verhalten von beiden Elternteilen. Uns ist aber im Grunde das Feedback des Elternteils, das dasselbe Geschlecht hat, wichtiger und dadurch imitieren wir eher diese Verhaltensweisen und kommen eher sozusagen in unsere Rollen, was ich echt spannend finde. Ich lerne durch mein Studium irgendwie immer Sachen, die ich mich irgendwie unterschwellig immer schon gefragt habe, da aber nicht näher nachgeforscht habe und mir dann denke, hey, das ist voll interessant und ich möchte das auch immer irgendwie mit meiner Family teilen, die meine Passion für Psychologie leider nicht ganz so teilt. Deswegen teile ich es einfach jetzt hier. Zweite Vorlesung, die ist jetzt live und zwar Methodenlehre. Die werde ich mir jetzt aber von draußen gönnen, einfach weil so schönes Wetter ist und das möchte ich nicht verschwenden. So, wir sind durch und es war jetzt auch dringend, dass wir durch sind, weil schaut euch mal, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, ja, schaut euch mal diese Akkuanzeige an. Es wird jetzt knapp. Ich muss jetzt hoch
und erstmal ein bisschen Saft aufladen, weil lange hält mein Laptop nicht mehr durch. So, den Part kann ich jetzt schon mal abhaken. Und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was als nächstes folgen wird. Richtig. Ich fahre jetzt endlich ins Fitnessstudio. Das ist jetzt auch mein Outfit of the Day. Ich weiß nicht, ob ich die lange Hose bereuen werde oder nicht. We will see. Auf jeden Fall hier ein ganz lockig, luftiges T-Shirt. Da steht Game On drauf. Und ich liebe ja solche kleinen Statement-T-Shirts, beziehungsweise einfach so weiße T-Shirts. Könnte ich jeden Tag tragen. Das ist von Chiquelle. Verlinke ich in der Infobox. Und ich habe von denen noch ein paar andere Sachen zugeschickt bekommen. Das kennt ihr ja mal schon aus meinen Vlogs. Die kann ich euch auch gerade noch zeigen. Und zwar dieses Oberteil hier. Wartet mal, jetzt könnt ihr es, glaube ich, ein bisschen besser sehen. Dieses Oberteil hier. Ich liebe das einfach so. Ihr müsst euch natürlich den Träger hier wegdenken. Wenn man das trägt, trägt man das natürlich schön so off-shoulder. Aber dieses Oberteil finde ich so, so schön. Ich habe da letztens auch schon ein paar Fotos mitgemacht. Und ich liebe es einfach, gerade diese Farbe. Habe da letztens auch schon mit so einer Sporthose in so einem ähnlichen Look geliebäugelt. Und liebe es einfach so. Babyblau ist im Moment voll meins. Dieser Sweater hier, den ich eigentlich schon vor, ich glaube, 3 Monaten besorgen wollte, weil ich den so schön finde. Ich liebe ja diese College-Sweaters, weil ich eigentlich immer selber, das ist übrigens mal ein kleiner Fun-Fact, ich wollte immer zu einem amerikanischen College gehen, beziehungsweise zu einer amerikanischen Highschool, und dort habe ich halt immer gesehen, dass die diese coolen College-Sweaters halt auch tragen. Und seitdem wollte ich auch so einen haben, und jetzt sind die ja dieses Jahr voll in Mode gekommen und es gibt die überall. Deswegen habe ich ihn natürlich direkt zugeschlagen. Der ist eigentlich ein bisschen länger, so ungefähr. Aber ich trage den lieber so ein bisschen cropped. Und der ist auf jeden Fall auch nice, um den im Sommer einfach so über so ein T-Shirt oder so zu tragen, wenn man einfach mal kurz draußen ist und ein bisschen frischer wird. Und das ist das letzte Teil, was ich euch gerne zeigen möchte. Das ist kein Kleid, wie man vielleicht denkt, sondern das ist ein Jumpsuit. Und ich bevorzuge ehrlich gesagt immer Jumpsuits, weil man sich keine Sorgen machen muss, dass hier unten irgendwas verrutscht oder so. Auf jeden Fall liebe ich dieses Muster. Babyblau, habe ich ja eben schon gesagt. Hat hier so Blümchen drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Muster. Hier an der Seite mit der Schnürung finde ich das sehr schön. Hat auch echt einen schönen Ausschnitt, wenn man gerade so eine kleine Kette oder so dazu macht. Und ja. Der Code ist eigentlich immer derselbe. Ihr bekommt immer 20% bei Chiquelle. Schreibe ich jetzt in die Infobox rein, blende ich euch hier irgendwo nochmal ein. Wenn ihr irgendwas nachshoppen wollt oder euch irgendwie was für den Sommer gönnen wollt, könnt ihr den gerne benutzen. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von solchen Hauls in Vlogs, also als Integration in Vlogs, eigentlich haltet. Ob ihr lieber so separierte Hauls seht, wobei ich die persönlich jetzt nicht so gerne drehe, weil ich die immer selber nicht so spannend finde, beziehungsweise, ich weiß nicht, so reine Hauls sind halt für mich so kein wirklicher Mehrwert. Und deswegen baue ich das lieber in so Vlogs ein und zeige euch einfach so, was ich gekauft habe, was ich mir geholt habe, was ich zugeschickt bekommen habe oder was auch immer. Ich finde das immer eine ganz schöne Abwechslung zu dem ganzen Uni- und Lern-Content. Ich starte jetzt in Lernsession Nummer 2. Ich werde jetzt, denke ich mal, mit Persönlichkeitspsychologie weitermachen, weil ich da jetzt wirklich nur noch eine einzige Vorlesung mir anschauen muss. Und dann habe ich den ganzen Input des Semesters irgendwo hinter mir. Ich werde das auf jeden Fall in der Prüfungsphase selber noch ein zweites Mal alles angucken oder vielleicht sogar ein drittes Mal oder mal gucken, ne? Ich habe den Stoff eigentlich alles ganz gut verstanden, aber mir persönlich hilft es immer, die Vorlesungen zu schauen, einfach weil es dadurch irgendwie nochmal präsenter wird alles. I don't know. Auf jeden Fall, genau, es ist jetzt meine zweite Lernsession. Ich teile mir meinen Tag eigentlich immer so ein, dass ich circa drei Lernsessions habe. Eine am Morgen, die ist immer so, weiß nicht, in der Prüfungsphase würde man sagen, so 2 bis 4 Stunden. Wenn ich jetzt nicht gerade Prüfungsphase habe, natürlich kürzer. Und das hat sich für mich einfach bewährt. Ich bin kein Mensch, der irgendwie gut so kurz lernen kann, dann wieder Pause macht, kurz lernen kann, Pause macht. Sondern ich bin tatsächlich eher jemand, der sehr lange am Stück konzentriert bleiben kann, aber der dann auch einfach eine größere Pause braucht, um sich danach zu erholen. Das muss jeder Mensch für sich selber rausfinden, was einem da am besten taugt. Ist auf jeden Fall das, was für mich am besten so funktioniert. Und da mache ich immer eine größere Pause. Habt ihr jetzt ja gesehen, gehe dann zum Sport, muss irgendeine Bewegung machen. Mir ist auch wichtig, dass die Pause groß genug ist, dass ich mich quasi wirklich erholen kann. Einfach weil, das habe ich ja eben schon erwähnt, diese kleinen Pausen nutze ich einfach meistens, um irgendwie
was Unsinnvolles zu machen. Also ich bin da meistens immer hier schön dran, ne? Kennen bestimmt einige und scroll irgendwie durch Social Media und lass mich irgendwie ein bisschen berieseln und danach fühle ich mich nicht erholt. Das ist einfach Fakt. Das sagen nicht nur Leute einfach so, dass sie nicht erholt sind, sondern ich bin wirklich nicht erholt danach. Sondern es fällt mir dann wirklich schwerer, wieder reinzukommen, weil ich mich dann so schön habe berieseln lassen und eigentlich da weitermachen möchte und keinen Bock habe, weiter zu lernen. Deswegen sind mir eben so große Pausen ein bisschen wichtiger. Ja, und dann, wie gesagt, startet Lernsession Nummer 2 irgendwann am Nachmittag. Am Nachmittag bin ich ein Mensch, der sich nicht mehr so gut konzentrieren kann, wie zum Beispiel am Morgen oder eben am Abend. Auch das müsst ihr für euch einfach mal so rausfinden. Schon wieder eine neue Mail bekommen. Das müsst ihr auch für euch einfach so rausfinden. Aber ich bin ein Mensch, ich kann mich nachmittags einfach nicht so gut konzentrieren, möchte aber trotzdem ein bisschen was machen. Deswegen mache ich da einfach Sachen, die nicht ganz so viel Konzentration eben erfordern. Also zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben. Dafür brauche ich jetzt einfach nicht so die Konzentration wie zum aktiven Lernen. Und dann mache ich meistens nochmal eine kleine Pause, esse da irgendwie was oder telefoniere oder irgendwie sowas. Und dann starte ich meistens in die letzte Lernsession, das ist auch nochmal am Abend. Und da seht ihr, dass man sich das eigentlich wunderbar ganz gut aufteilen kann. Natürlich sieht nicht jeder Tag bei mir gleich aus. Gerade wenn ich arbeite, mache ich auch manchmal gar nichts für die Uni. Und das ist auch alles vollkommen in Ordnung so. Es ist wirklich eher so auf die Prüfungsphase bezogen, weil einfach Uni für mich da jetzt Priorität haben muss. Und mir ist es wichtig, dass die Uni da Priorität hat. Und mir ist auch wichtig, dass ich gut abschneide. Und da denke ich mir einfach so, lohnt es sich einfach 2, 3, 4 Wochen mal richtig durchzuziehen und so eine Struktur zu haben, einen Plan zu haben, den man jeden Tag so für sich umsetzt. Und danach kann ich dann ja wochenlang chillen, denn ich habe dann auch Semesterferien und frei und fahre in den Urlaub und das ist einfach so ein bisschen meine Motivation. Deswegen ist es auch in Ordnung, jetzt einfach mal was zu machen, worauf man vielleicht nicht immer so Bock hat, wobei ich sagen muss, hier im Garten mit diesen schönen Temperaturen, mit diesem Vogelgezwitschern ist es echt ganz erträglich. So, kleiner Snack ist einmal dieses Vollkornbrot. Liebe ich in letzter Zeit so lecker. Besonders das Knus, das ist so die harte Kante. Ich weiß, die meisten verzichten darauf eher, aber das ist echt voll mein Ding. Mit Cashewmus und Banane und Zimt, richtig gut. Und Birnen auch mit Zimt. Die Sonne ist jetzt weg, das heißt, hier wird jetzt erstmal gelüftet. Sonst kommt hier nämlich gar keine Luft rein. Boah. Ach, mir kommt es so gut entgegen. Ich starte jetzt in meine dritte und letzte Study-Session. Ich bin ehrlich, ich habe jetzt auch nicht mehr so die Lust und auch nicht mehr so die Motivation bzw. den Antrieb. Aber ich bin da ganz schlau. Ich mache nämlich jetzt seit einiger Zeit auf TikTok so Study-With-Me-Livestreams. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch immer meinen, oder immer, ab jetzt auf jeden Fall, meinen TikTok-Account in der Infobox. Und da poste ich dann öfter mal so einen Wochenplan rein, wann ich live gehe. Meistens nicht so lange, ist meistens so 2x45 Minuten oder so. Und dann lernen wir wirklich einfach nur gemeinsam. Das ist wirklich, da passiert nicht viel in den Livestreams. Aber was mir das einfach gibt, ist so eine gewisse Verbindlichkeit, wann ich zu lernen habe. Weil ich einfach vorher angekündigt habe, dass ich, keine Ahnung, um 19 Uhr live komme. Und dann muss ich natürlich auch um 19 Uhr live kommen und das machen. Und kann dann nicht sagen, nee, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr. Und ich ziehe es dann wirklich durch. Und die Leute, die zugucken, die bekommen natürlich auch irgendwie Motivation, hoffe ich zumindest, wie wird es immer so gesagt, dass ja, man dadurch vielleicht einfach auch selber ein bisschen mehr schafft, indem man halt sieht, dass andere auch was machen. Ich finde das irgendwie ein ganz cooles Prinzip. Ich schaue auch manchmal, einfach wenn ich wirklich gar keinen Bock habe, auch so Study with Me Videos auf YouTube, davon habe ich auch schon mal eins hochgeladen. Ich finde das irgendwie immer ganz motivierend. I don't know. Ich finde es immer ganz cool und genau so einen Stream mache ich jetzt eben und danach bin ich dann auch durch für heute. Mein Setting ist auch immer so richtig schön unprofessionell. Ich docke mein Handy immer in so einer Vase an, damit es nicht umfällt. Es ist auch schon ein paar Mal umgefallen. Und hier an der Kerze lehnt dann das iPad, wo dann so ein Timer eingestellt wird, wie viel Zeit noch ist und sowas. Finde ich ganz cool und dann klingelt es immer so schön, wenn es endlich fertig ist. Done. So, das ist jetzt mein Abendessen. Ich habe mir einen großen Salat gemacht, bestehend aus Möhren, Tomate, Paprika, Gurke. Das ist so vegane
Wurst, so aus Seitan, beziehungsweise sind eigentlich im Grunde so Seitanstückchen. Genau, Basilikum habe ich noch oben drauf und das ist Ketchup. Ja, die Kombi passt vielleicht jetzt nicht ganz so gut, aber ich liebe es auf jeden Fall, das ist sehr lecker. Leute, gebt euch mal im Hintergrund diesen Himmel. Wahnsinn, ich liebe es einfach, ich liebe es. Ich fühle mich aktuell wie im Urlaub und was ich eigentlich sagen wollte ist, ich bin jetzt nochmal rausgegangen, kurz ein bisschen regenerieren, ein bisschen spazieren gehen, es tut einfach so gut. Ich bin tatsächlich noch mit allem fertig geworden und das zeigt mir einfach mal wieder, dass dieser ursprüngliche Ärger heute Morgen, wo ich mir so gedacht habe, hey, irgendwie schaffst du das nicht mehr alles, was du machen wolltest, irgendwie bist du viel zu spät aufgestanden, hey, was bist du eigentlich für Nichtsnutz? Also solche Gedanken hatte ich einfach kurzzeitig, habe die schnell verdrängt, aber kurzzeitig waren sie eben da, dass die einfach komplett unbegründet waren. Weil ja trotzdem alles aufgegangen ist zeitlich und ich hätte wahrscheinlich sogar noch 2 Stunden später aufstehen können, um 12 oder was. Und hätte es trotzdem alles noch geschafft, wenn ich einfach ein bisschen auf die Tube gedrückt hätte. Und das habe ich heute gemacht. Das hat mir auch wieder gezeigt, dass man sich nicht an Details aufhängen sollte. Dass man dann vielleicht auch manchmal schneller mit seinen Aufgaben fertig ist. Und ich bin einfach unglaublich zufrieden mit allem. Jetzt auch ein bisschen entspannter, weil ich die Sachen weg habe und... Ja, es war doch alles in allem echt ein guter Tag und das versuche ich einfach jetzt so ein bisschen mitzunehmen fürs nächste Mal, wo ich mich da so wieder über mich selber ärgere. Und was ich auch mitnehme ist, dass ich heute Abend noch früher ins Bett gehe, damit ich dann auch auf die Gefahr hin, dass ich 2 Stunden wach liege, trotzdem morgen rechtzeitig auch mal aufstehen kann, so wie ich es eigentlich möchte.